Amanda. Abonnieren. Amanda. Amanda. Und damit, meine Leute, herzlich willkommen zum 14. Part von Armando spielt FIFA Mobile. Heute machen wir das gleiche, würde ich sagen, wie immer. Außer, dass wir jetzt hier Rang-Items abrufen und 110 und 111er Spieler abrufen, meine ich. Also glaube ich. Hoffe ich. Hofft ihr auch? Hoffen wir alle. Deswegen gehen wir bei geheimen Neuverpflichtungen. Position und Nation. Da kriegen wir natürlich wieder nur Trainingsübertragpunkte. Juhu. Freuen uns alle. Ich würde sagen, wir spielen dann jetzt hier erstmal Hellenweg. Ja, starkes Tor. Und dann nochmal starkes Tor. Und wie viel kriegen wir? Wieder 16. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich über den ganzen Weg 16. Aber das Spiel spielen wir erst, nachdem ich wieder auf Toilette war. Ich weiß, komisch, aber bis gleich. So, da bin ich jetzt auch mal wieder und dann kann man jetzt auch das Spiel spielen. Das Ding ist halt, ich mache halt direkt eh wieder auf Pause. Jetzt halt, weil wir uns halt erst wieder sehen, wenn die Tore fallen. Ihr wisst, wie das läuft, ne? Bis gleich. So, jetzt ist das Spiel auch zu Ende. Zwei knappe Versuche von Christopher Nkunku. Einmal schön an die Latte. Nach dem Volley hatte ich zu hart aufgeladen. Latte. Ja, Latte und Pfosten. Und der zweite war gegen den Pfosten, fast gegen die Latte auch noch. Ja, war knapp. Hab trotzdem gewonnen, weil EA vorproduziert hat, quasi. Vorproduziert. Ja. Sag ich jetzt auch nichts mehr zu. So, Kratz Gilgea mit dem 1000-Euro-Sprint. Ja? Wow. Ey, ihr müsst ehrlich sein, das war der beste Versuch von Kratz Gilgea. Also, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er das First Try geschafft hat. Und einmal hat er aber zu halt die komplette Punktzahl mitgenommen. Dafür kann man doch einfach mal applaudieren. 3, 2, 1. So. Wenn ihr jetzt nicht mit applaudiert habt, dann sprudelt nochmal zurück und applaudiert mit. Ja. Und dann sehen wir uns eh wieder, wenn die Tore gefallen sind. Ja, ja. Entspanntes Tor. Ja, von Mbappé. Schön von Schweinsteiger den Gegner umpasst und dann, also quasi so an ihm vorbeigepasst und dann Mbappé mit dem Tor. Also Mbappé hat ein gutes Spiel, läuft bei ihm, sag ich so, wie es ist. Der war aber auch schön Pfosten und dann so andere Seite rein. Das war ein krass Tor. Jetzt mal ehrlich, bei Mbappé läuft, ne? Dreierpack. Innerhalb 15 Minuten. Also innerhalb 15 Spielminuten. Dann auch nur schöne Tore, außer das erste. Das geht besser, aber das zweite war okay und das dritte war ganz klar am besten. Oh mein Gott. Kimmich war im letzten Spiel schon gut, oder? Warum macht Kimmich Jubel von Özil? Ich glaube, da passt was nicht ganz zusammen. Der war schön knapp und dann, oh, der war schon schmackofatzig, sage ich ehrlich.
Spielende 4-0. Ein paar Tore von Mbappé, also 3 und ein abgestaubtes Tor, quasi abgestaubt. Aber war auch verdient. Das war auch schon schön von Kimmich rein. Zack. 4 zu 0. So macht man das, Jungs. So und nicht anders. Wollte ich genauso sagen, ne? Das war nicht mein Hintern. Also jetzt hier nicht falsch denken, ne? Was ging denn da gerade eben ab? Ich habe eins runtergeschossen, ne? Eins. Direkt gefühlt Hälfte schon fertig. Na, das Spiel spiele ich wieder nicht. Heldenallianz. Könnte man sich von 806, könnte man sich nicht voran. Ja, okay, dann spare ich auf Lucio. Oder wer ist der letzte Spieler hier? Marchisio 114. Schmackofatzig, sage ich so, wie es ist. Ja, dann können wir hier nochmal abrufen. Das finde ich auch schmackofatzig. Schmackofatzig. Yummy. Oh, jetzt habe ich einen Krampf im Nacken. Besser. Hat zwar gar nichts gebracht, es hat es eher schlimmer gemacht, aber ein bisschen besser fühlt sich an. Hä? Es hat zwar gar nichts gebracht, hat es glaube ich nur schlimmer gemacht, aber ein bisschen besser fühlt es an. Fühlt es an. Fühlt es an. Sprachen lernen. Bubble. Ey. Nee, die wollen mich doch eigentlich alle verarschen. Ich sitze hier. Achso, das war gerade eben, warum ich. Ich denke mir gerade nur so. Ich sitze hier und schwitze. Dabei habe ich mir gerade eben nur die Haare nass gemacht. Ey, mein IQ direkt 5 Millionen, sage ich so, wie es ist. Ja, schon wirklich. Retro Stars Pass. Da krieg ich noch 10 Gems. Ich brauche aber nur noch. Mathe. 60. Wenn ich jetzt 100 Gems rauskriege. Will mich verarschen. Jetzt fehlen mir nur noch. Oh, ja. Hey guys, we are back in the business. War klar, wie ich in der letzten Folge rausgesagt habe. Ein 105er Spieler, der wahrscheinlich über 5 Millionen kostet. Glaube ich. Ja, habe ich so gesagt. Wenn ich das sage, dass ich es gesagt habe, habe ich so gesagt. Und wer ihr widerspricht mir. Oh, das rufe ich jetzt wieder alles einzeln ab wegen in einem 100 Dingster Spieler. 106er bis 112er Spieler. Wahrscheinlich kommt da jetzt 108er Modric raus, der dann wieder wie in der letzten Folge nur 1,2 Millionen kostet. Ist halt so sinnlos. Nicht meine Prediction. Aber ein 107er, der 8,5 Millionen kostet. Der kostet mehr als 108er Modric, ne? Ne. Nee, weißt du? Oh, bitte sag, ich habe über 100. Ich habe 64. Weil hätten wir das gehabt, dann kann ich hier
500 Gems, dann rufen wir einen 100 Silber und einen 111er. Boah, da gäbe es so geile Karten, dieser Lee. Ey, keiner von denen würde in mein Team kommen, ne? Aber bei den 112ern gibt es zum Beispiel Rui Costa, Dinota. Da würde vielleicht Schmeichel reinkommen. Ja, Schmeichel. Sonst würde keiner richtig upgraden, nur gleich bleiben. Oder Araujo für Van Dijk. Das würde auch klappen. Jetzt weiß ich auch, woher die den Rivaldo haben. Guck mal, was gibt's denn da? Freischaltung nach dem Abruf der Boni aus zwei benachbarten Säulen. Das heißt die hier und die hier. Oder die beiden. Boah, da gibt es sogar 113er Tschech. Ist ja aber auch egal, wir spielen jetzt Division des Rivals. Versus Angriffus. Wir spielen natürlich wieder ohne Rangliste, wie wir immer lernen. Und Rangliste ist unsympathisch. Oh, wir haben schon 45.000 Uhr. Ich habe natürlich die schlechteren Chancen. Der hat aber auch natürlich mehr Fans als ich. Das heißt, ich werde natürlich verlieren. Außer der macht nicht ernst, weil der denkt, boah, so ein schlechter Gegner, den gewinne ich locker. Und dann macht er nicht ernst, sondern mache ich den aus dem Wahrnehmen. Genau, was ich gesagt habe. Schade, aber stark gespielt. Stark gedacht. Ey, gönn doch. Hätte ich mal lieber geschossen. Wenn ich den richtig treffe, ne. Wenn ich den auseinandernehme, ne. Wenn ich hier jetzt und dann, boom, ne. Mann. Wenn ich jetzt hier und dann bam und dann endlich 2 zu 1. So gut ist der Gegner doch gar nicht. Vielleicht doch. 3 zu 1. Bam, 3 zu 2, was soll dir? Ich mach den platt. Ich mach den doch nicht platt. Der perfekte und dann Mann, was macht der da? Oder mich scharf verarschen oder was? Wenn der jetzt EA Sports, I don't like the game. Ich glaube, ich wechsle wieder auf Shorts um. Der steht vorm Tor und macht den nicht rein. Mann. Ich scheiß verarschen oder was auch immer. Ich geh von dir nach Hause nach Kanada, wo ihr ist, wo komme ich zu dir und dann. Mann, ich muss Vorlagen wieder machen. Ja, egal, mach ich einfach nochmal. Nachdem ich hier im Shop war, wurden wir damals Schweinsteiger ausgezogen aus Reteros-Gas. Ne, hier 106 bis 117er, haben wir 116er rausgezogen. Und hier haben wir genau die gleiche Chance. Aber dass wir keine FIFA-Points haben, nehmen wir das natürlich daneben. Guys. When we package a good player. Ist okay.
Jetzt bin ich immerhin sauer und lass jetzt meine Wut raus. Boah, ich habe gerade wirklich was angefangen zu holen. Hä? Meine Augen sind sogar nass. Mann, natürlich habe ich schon wieder die schlechteren Chancen, ohne mich scheinbar schall verarschen. Assi. Du bist mir auch schon so ein Assi. Ja. Ja, der wird jetzt natürlich gegen mich gewinnen. Warum haben die alle Rivaldo, die immer gegen mich gewinnen? Außer der eine Typ. Aber der war auch lost. Lost Place. Oh mein Gott! Das wird eine gute Spiel, merke ich. I feel it in my bones. Doch nicht. Doch, wird gutes Spiel. Ja, wird gutes Spiel. Ich führe es in meinen Urin. Oh, ich habe gedacht, das wird doch kein gutes Spiel, dass ich merke es in meinen Urin. Tor! Was ein Tor! Ich hab noch nie so ein Tor ge. Warum macht er den nicht rein? Oh mein Gott, der perfekt schlechte Pass. War der nicht drin? Wollen mich verarschen? Wollen mich hier verarschen? Ich hasse dieses Spiel. Ist okay. Ja, mach du ruhig. Ich hab doch 5 Vorlagen Tore Mensch gemacht, Alter. Rutsch mir doch den Puckel runter. Wird man hier nach einem oder anderen verarscht. Nochmal 10 Punkte, vielleicht können wir jetzt immerhin was abrufen. Ein Like, ein Mitleid. Da ich meinen Kopf anschlage. Ich hab doch gerade einen Retro-Stars-Punkt abgeholt. Gerade eben hatte ich auch 64. Wollte mich eigentlich verarschen? Bevor ich hier noch ausraste. Nee, bevor ich hier noch ausraste, war es das auch mit der heutigen Folge und ich würde sagen, abonnieren, liken, Glocke aktivieren, kommentieren und bis zum nächsten Mal.